Das bedingungslose Grundeinkommen habe ich natürlich jetzt in diesem Vortrag nur gestreift. Das Thema war ja nicht Kritik am bedingungslosen Grundeinkommen. Dazu erscheint übrigens jetzt auch im Herbst ein Buch, das heißt Grundeinkommen kontrovers, wo ich aber auch Pro-Argumente durchaus zulasse als Herausgeber, fungiere ich da. Ich habe natürlich auch noch viele andere Argumente gegen das bedingungslose Grundeinkommen. Nicht nur, dass es so eine Sozialpolitik nach dem Gießkannenprinzip ist, wo jeder das Gleiche bekommt und sich dadurch im Grunde an der Spaltung der Gesellschaft nichts ändert, sondern jetzt gerade, weil ich im Gewerkschaftshaus referiere, hätte ich eigentlich anfügen müssen, das bedingungslose Grundeinkommen ist ein Kommilon für alle. Also wenn der Staat dafür sorgt, dass alle Beschäftigten oder auch Unbeschäftigten sich eine Wohnung leisten können, satt zu essen haben, sich sauber kleiden können, dann braucht der Unternehmer beim Lohn, der das bisher über den Lohn übrigens gewährleisten muss, dann wird der sich freuen und wird sagen, du bekommst ja vom Staat schon dein Existenzminimum finanziert und umso mehr wirst du auch für einen niedrigen Lohn arbeiten können. Das heißt, meine Befürchtung ist, dass der Niedriglohn noch breiter wird, wenn es ein bedingungsloses Grundeinkommen gibt. Ein weiteres Argument, also du oder sie haben gesagt, das ist ein Zeichen, was man an die untere Klasse sendet, so als könnte man mal eben 1 Billion Euro pro Jahr so unters Volk bringen. Also wenn man 1.000 Euro pro Individuum zahlt, sind das bei 82,5 Millionen Menschen in Deutschland, Pi mal Daumen, 1 Billion Euro. Ich habe eben schon gesagt, das Sozialbudget der Bundesrepublik Deutschland, alle Sozialleistungen zusammen, sind 916 Milliarden. So, die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden sind 700 Milliarden. Nur mal um die Größenordnung. Ja, jetzt wird mit dem Kopf gewackelt. Da wird dann gesagt, okay, da wird dann gesagt, ich kenne das Argument ja, die neunmal Klugen sagen, ja, dem Christoph Butterweg und dem Götz Werner als Milliardär erst recht, dem geben es nicht oder ziehen es wieder ab bei der Steuer. Nur dann ist es kein bedingungsloses Grundeinkommen mehr, sondern dann ist es ein Grundeinkommen, das an die Bedingung geknüpft ist, dass keine anderen Einkommensquellen da sind. So, und wenn das die Bedingung ist, dann wird das Finanzamt, ist auch nicht sehr viel netter als das Jobcenter, dann wird das in Zukunft gucken, ob da schwarz gearbeitet wird. Versteht ihr? Also man muss sich schon entscheiden, will man ein bedingungsloses Grundeinkommen, dann zerstört man den bestehenden Sozialstaat. Das ist einfach der Fall. Alles andere ist da nicht mehr finanzierbar. Ich schätze übrigens Neoliberale, die ehrlich sind, Thomas Strauber, ein Ökonom aus Hamburg, der sagt, und das ist ja für Gewerkschaften, die sollten alle Ohren spitzen. Wenn man ein bedingungsloses Grundeinkommen, das erfordert, und viele Topmanager inzwischen auch begrüßen, wenn man dieses Grundeinkommen einführt, dann gibt es also erstens kein Kündigungsschutz mehr, keine Mindestlöhne mehr, keine Sozialversicherungen mehr, ich sage mal in Klammern auch keine Gewerkschaften mehr, weil welche Funktion sollen die denn noch haben? Da begegnen sich doch jetzt zwei. Der eine, derjenige, der Beschäftigung sucht, die Existenz ist gesichert, der braucht die Gewerkschaft nicht mehr. Also es ist im Grunde ein Mittel aus neoliberaler Sicht, um diesen Kapitalismus nun wirklich zu einem Raubtierkapitalismus zu machen und die Beschäftigten der Gewerkschaften zu berauben. Ja, das kann ich doch nicht gutheißen, sondern es ist die Zerstörung des Sozialstaates, die Zerstörung der Gewerkschaften. Und das ist etwas, was ich finde, wo die Neoliberalen einfach recht haben. Man kann nur entweder den bestehenden Sozialstaat haben oder das Grundeinkommen. Was manche Linke, wie Katja Kipping als Vorsitzende der Linken sich vorstellen, noch als Sahnehäubchen das Grundeinkommen obendrauf, das wird es nicht geben. Sondern wenn sich ein Grundeinkommen durchsetzt, dann ist es nicht das von Katja Kipping und auch nicht das, was die andere Linke sich vorstellen, was ich ja durchaus nachvollziehen kann, die wollen das über Gewinn- und Kapitalsteuern und Vermögensteuern finanzieren, sondern es wird sich ein neoliberales Modell durchsetzen, das von Thomas Strauber oder das von Götz Werner, der das finanzieren will über eine 50-prozentige Mehrwertsteuer, dass die Armen in den Laden gehen und ihr Grundeinkommen sozusagen selber finanzieren. Das kann es doch nicht sein.
Der Handelsunternehmer klebt die höheren Preise auf seine Waren und leitet die höhere Mehrwertsteuer als durchlaufenden Posten an den Staat weiter. Das ist die Realität. Damit muss man sich auseinandersetzen, wenn man über das bedingungslose Grundeinkommen spricht. Und da bin ich allerdings ein ganz vehementer, das merkt ihr ja, ein ganz vehementer Gegner und Kritiker dieser Idee, die nämlich dazu führt, dass man die vernünftigen Sachen, dass man die nicht mehr fordert. Zum Beispiel einen höheren Mindestlohn, zum Beispiel die Sanktionen abzuschaffen bei Hartz IV. Das interessiert doch jemand nicht, der, und ich kritisiere ja auch, dass sie manchmal so etwas sektenhaft auftreten, der glaubt, das bedingungslose Grundeinkommen löst alle Probleme in der Gesellschaft. Nicht nur Armut, sondern auch alle anderen Probleme. So, wenn man dieser Auffassung ist, dann kämpft man, und das machen ja auch viele, nur noch für das bedingungslose Grundeinkommen und nicht mehr für das, was eigentlich politisch durchsetzbar und realistisch und vernünftig wäre.